ermahnt Bonifatius zu einem glaubwürdigen Leben nach dem Evangelium. Auch heute ist dies wohl die Grundvoraussetzung, Glauben stiften zu können. Wenn Sie die Geschichte sehen, ist ein Bild ein Spiegel. Es geht um mich, es geht um uns. Es geht um Männer und Frauen heute, die aufgerufen sind, Glaubensstifter zu werden, die selbst vielleicht erfahren haben, dass das Evangelium für sie eine lebensverändernde Kraft hat, den Glauben zu stiften. Und dazu sind wir eingeladen. Und diesen Impuls möchten wir auch in Mainz geben, in der Eröffnung der Diaspora-Aktion in diesem Jahr.